take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. What you do to me? Can't you see what it means when you're second free?
So, meine lieben Leute, ich grüße euch. Mensch, das ist Freitag. Puh, mein Gott, was ein Abend. Was ein Tag. Oje, oje. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt einen schönen Tag heute gehabt. Heute am Freitag, Mensch, Freitag. Wir sind kurz vorm Wochenende, ne? Das ist geil. So, erstmal durchrutschen, wer hier ist. Erstmal gucken. Cry My Name, danke für 11 Monate, Mensch. Ganz liebes Dankeschön. Warentreter, danke für 20 Monate. Ganz liebes Dankeschön. Dann haben wir hier schon Dilina ist da, Beowulf, Bartholomeus, Paburkhardt, Mausch ist da, Treaty 65, Kira, Crip. Dann haben wir Joker Sehnsuchen, macht noch hier ein. Huhu, Marc, Pizza Krümel, guten Abend, Niki 1984 sicher. Dilina grüßt Niki, Sehnsuchen sicher noch, Bartholomeus feiert den Dino. Dann haben wir hier Kira, Gust Joker, Name, Mariella sehe ich hier, Chiras, guten Abend, Tinini ist da, Tweety 65, meine Grüße mit Huhu, Daniel ist am Start, Blackio ist da, Ghost Milena sehe ich hier, Zauberfee, Melira schreibt Namen, Sehnsuchen macht Huhu. Bus Rider sehe ich hier unten, Tiger Lily, Gust alle Verrückten, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Spooky Jenny, danke für 13 Monate. Ganz liebes Dankeschön, Spooky Jenny, ganz liebes Dankeschön. Dann Label Love, hi, ich grüße dich. Erika Lott, kacke sehe ich hier. Beobachter winkt in die Runde. Mino Coco ist dabei. Die AKNW, hallo. Valvia, hallo. 2 Meter wohl, winkt rein. Katja 28, guten Abend. Lara Teddy, hey zusammen. Ja, heute ist Freitag, Mensch. Und wo bin ich wieder? Hier. Wo bin ich nicht? Vom Fernseher. Was fand ich schöner, mit euch hier zu sein, anstatt vorm Fernseher meine Serie zu gucken, wo ich selber drin bin. Verrückt, oder? Aber dann sieht man mal, ich mag das. Jeder andere hätte sich jetzt vorm Fernseher geknallt. Nö, ich komme zu euch und gucke mir das später an. Hm. Wo es ja eigentlich dann für einen selber eine Premiere ist, wenn man da sich selber sehen kann, aber ich bin lieber bei euch. Ah, viel schöner. Das rennt ja nicht weg. Hm, okay. So, wir haben noch die Sarah, grüßt Nini hier unten, das ist gut, Big Baba ist hier noch dabei, auch noch mit am Start, ne, wer, ja, nö, die, ja, ja, genau, wir kommen zu dir und schauen später, ja, genau, ich gucke mir das morgen irgendwann mal an, so, na, ich gucke mir das morgen irgendwann mal an, Beowulf, Trine 1981 kommt hier noch rein, Miss Permanent, Judenabend, ich mache mir mal ein bisschen Platz hier. So, okay, ich mache mal ganz gut schon mal mein Handy schon mal so, dass ich gleich jederzeit auf Sleep Mode gehen kann. Mal so einstellen, dass ich gleich auf Sleep Mode gehen kann. So, machen wir schon mal fertig. Ah, wie süß, ne, Niki? Ist der knubbelig, ne? Voll Zucker. Ist eine süße Fellnase, ja. Easy, moin. Ding ist Dima, moin. Eine ganz süße Fellnase. Marki, grüß dich, hallo. Krudak, hi ho. Eine ganz süße Fellnase. Und Flux ist ausverkauft. Ich habe die auch nicht bei Amazon gekauft, Sensoren. Ich habe die direkt bei Gostop gekauft in den Staaten. Also direkt da gekauft. Ja. Ha. Sarah, wie lange warst du gestern noch in der Loka? Bin eigentlich direkt danach abgehauen. Dann bin ich los. Eigentlich vielleicht, also eigentlich muss es immer so sein, ich sitze hier, Kamera war ja eigentlich schon aus, rechne runter, noch nicht mal 10 Minuten, länger brauche ich eigentlich nicht. Einfach nur schnell runterfahren, dann bin ich raus. Ja. Eigentlich nur kurz rein, in der Jacke und wieder weiter. Ne? Würden wir nachher mal schauen. Emily 77, wunderschön. Gizmo, guten Abend. Die erste war ja gegen 2040.
war ja schon längst weg gewesen. Da war ja schon lange weg. 2040 war ich ja schon lange weg, Black Junge. Von lange. Lange, lange. 2040. Und 21:10? Ich guck. Okay, zeige ich euch. Wir haben da unten nun 21:10. Okay, gucken wir gleich jetzt mal an. Wir waren ja noch, ob ein paar Leute da sind. Lotterli, grüß dich. Hallo. Valhalla, dankeschön für den Sub, Valhalla. Ganz viel Liebe für dich. Danke dir für den Sub. Na, also, da gucken wir nachher mal. Wenn noch ein paar reingepuppt sind, dann schauen wir uns mal die Clips an. Also das war 21:10. Da ist ewig nicht mehr hier. Ewig nicht mehr hier. Es war aber wirklich total kurz entschlossen alles. Ich musste relativ kurz entschlossen handeln, weil es sind so viele Nachrichten eingegangen. So viele. Also ganz viele Menschen haben geschrieben, dass die irgendwie sich komisch gefühlt haben. Obwohl das so interessant ist, weil wir haben ja, wo ich die mit Lena hier die Puppe untersucht habe, da war nicht viel. Da war ja nicht wirklich viel, ne? Lotterli Engelchen, danke für die 100 Bits, Lotterli. Ganz liebes Dankeschön. Weil da war ja nicht wirklich viel los. Und das ist das Verrückte, ja. War ja nicht wirklich was. Sulvan, grüß dich, hi. Boogie, Kuh, feier noch eine Runde. Stay true, danke für 31 Monate. Dankeschön, stay true. Und Seelen suchen, danke für 100 Bits. Na, Bio sagt, oh, das stimmt, da war wenig los. Da war eigentlich ein Totentanz. Und dann hat mich, das haben wir so noch nicht gehabt, so weißt du, dass wir irgendwie was untersucht haben und dass nachher dann Leute, Lena und mich anschreiben, dass da irgendwas nicht stimmt. Das kennen wir so nicht. Egal, was wir bis jetzt untersucht haben, das kenne ich so nicht, dass Leute dann schreiben, hey, vorsichtig, da stimmt was nicht so. War ja nichts, ist ja nichts passiert so. Ja. Und dann, wo das immer mehr wurde, naja, komm, jetzt machen wir eine Überwachung, Safety vielleicht. Und ja, ich habe ab und zu mal reingeguckt von zu Hause in den Stream. Das K2 ging ja durch. Ja, ist ja wirklich durchgelaufen, ne? Ganz komisch. Libelle 68, danke für den Sub, Libelle. Ganz liebes Dankeschön. Toni Kugel, ich grüße dich. Hi. Also ganz verrückt. Und Don Rüschen hat auch durch Zufall reingeschaut. K2 Dauereinsatz. Ja, das ist nicht normal. Sigisen, moin, grüß dich. Ende ging von mir, ist das nicht gerade wegen deinem Präsent, habe ich letzte Nacht vor der Kamera gesehen. Siehste Darkness, das sind so, das, was du schreibst, haben ganz viele mir geschrieben. Energie ging von hier aus, das nicht gerade wenig in der Präsenz, habe ich letzte Nacht vor der Kamera gesehen, wollte es klippen, aber war nicht zu sehen. Das haben voll viele geschrieben. Ja, dass da was nicht stimmt, ne? Mhm, das ist das. Das ist wirklich komisch. Reflate, Mensch, noch 2 Wochen sind schon 2 Jahre. Krass, ne? Krass, oder? Wo die Zeit hingeht. Licht und Liebe für dich. Danke für dich auch. Möge die Musik mit dir sein, Mensch. Ganz liebes Dankeschön. Also, das ist so irre. Ich habe ein paar Nachrichten mir mal rauskopiert, die ich so bekommen habe. Ne? Lena hat ja auch noch einen ganzen Haufen gekriegt. Haben wir so noch nicht bekommen. Elke hat Magenschmerzen bekommen. Okay. Hallo Steffi 1967. Urbexing, oh, ich hatte die heftigste Nacht meines Lebens. Hatte bis 23, 30 den Stream verfolgt und dann schreiend verschmelzen bis 4 Uhr morgens gewälzt. Glaub nicht, dass sowas geht, aber guck mal, Urbexing hat es jetzt geschrieben. Dann hat, wer denn, Darkness hat es auch geschrieben. Ne? Hallo Gamblamer, möge die Currywurst mit dir sein. Hi, Graf von Leuchtenberg, ich grüße dich. Ne? Wir rufen alles normal. Magic Velvet Abend, hi. Sigisen, als ich gestern Nacht mir die Überwachung angeguckt habe, wurde es in meinem Zimmer richtig arschkalt und gruselig. Meine Lichter haben angefangen komisch zu flimmern. Ich hatte Kopfschmerzen. Das ist so viel. So viele haben das geschrieben. Versteht ihr jetzt, warum ich diesen den Überwachungsstream mal gemacht habe? Voll viel. Toni hat Kopfschmerzen bekommen. Okay. Kira, ich habe geträumt, bin 2 Mal wach geworden. Die Kamera ist schön gewandert, ne? Was haben wir noch hier? Hab heute Nacht von dir und Nina Hetzberg geträumt, dass ihr die blonde Puppe untersucht hat und die Puppe sprach Russisch. Das ist irre, ne? Voll viele haben sowas irgendwie geträumt. Hallo Julia, ich grüße dich. Ich konnte auch nicht richtig schlafen die Nacht, sagt Papp Burger. Verrückt! Und das alles
Wegen dem? Das alles wegen dem hier? Aber sag mal, das ist ja schon komisch, ne? Markus, ich habe gestern den Stream 1,5 Stunden geschafft, danach Rückenschmerzen, irgendwie wieder aufgestanden, habe mich gesteckt. Vielleicht nur Zufall. Ja, das ist ja das Interessante, ne? Hallo Patrick Fuchs. Sehnsuchen war nervös. Das ist, ich verstehe es nicht. Ah, es ist echt irre, ne? Gizmo sagt, es sind Portaltage. Ich habe keinen Plan. Ich habe sowas nie in Beobachtung, wenn Portaltage sind, du. Nie. Hm. Julia sagt, das muss einiges haben, wenn es bei so vielen Menschen vorkommt. Okay, jetzt mal auf alle, die gestern im Stream geschaut haben, ja, alle, die gestern im Stream geschaut haben, die Live-Übertragung von dem hier. Bei wem ist was passiert? Dann schreib es bitte eine 1 rein. Bei wem ist was passiert? Hast du schlecht geschlafen? Bist du wach geworden? Hast du Kopfschmerzen gehabt? Oder irgendwas oder was gehört? Dann schreib mal eine 1 bitte rein. Christi Ruhe sagt aber, ist die Puppe optisch unscheinbar? Ja, das ist meistens bei solchen Sachen, ne? Wo wechseln sie Portaltage? 10 Stück ab heute. Okay. Bierteste, das Batterien vom K2 müssten noch leer sein. Ja, ging, glaube ich, 12 Stunden oder länger, ne? Verrückt. Also Elke hat was gehabt, Julia hat was gehabt, Gizmo, Obixing, Paburka, Sehnsuchen, Toni, Hallo Malaika, ich grüße dich, Maki, Silence, Sigison, Crip, Kira, Malaika, Blackie, Jolly, Joker-Name, Bloody Mary. Verrückt, oder? Libelle. Doch klar war gestern Stream. Bis heute Morgen, Kischmüsli. Ja, bis heute Mittag. Bis heute Mittag sogar. Der Stream ging bis heute Mittag. Und wie Stream war, hast du wohl nicht mitgekriegt, Hase. Das, das 18 Stunden und 57 Minuten Kirschmüsli ging der Stream. 18 Stunden. Lief die Überwachung. Krass, oder? Wir erreichen höhere Schwingung. Definitiv. Trine auch Träume gehabt. Spooky hat super gut geschlafen. Das ist schön. Mariella auch. Bei Christo hat das Licht geblitzt. Okay. Nee, Helios. Seht ihr gerade zum ersten Mal sein, dass ich mich sehr irgendwo fülle. Ja, ich lese euch gleich ein paar Kommentare vor, die heute in den 18 Stunden reingekommen sind. Ich kann die Puppe nicht ab, die ist ganz komisch, ne, Sigi? Verstehe ich. Dank ist Kopfschmerzen. Gizmo, ich bin aus meinem Körper raus, stand bei meiner Tochter im Krankenbett. Schumann-Resonanz hat sich erhöht. Okay. Ich weiß, bin ehrlich, ganz ehrlich, Magic, ich habe keine Ahnung, was die Schumann-Resonanz ist. Ich habe das schon oft gehört, aber ich... Vielleicht magst du das mal in 2 Sätzen beschreiben, was die Schumann-Resonanz ist. Ich habe das schon ein paar Mal gehört, gelesen, aber ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Wäre lieb, wenn du das mal kurz mal reinschreibst. Hitman, hey, grüß dich. Hätte wohl meine Sim heute mal laufen lassen sollen. Vielleicht hätten da die Nähmaschinen nicht funktioniert. Okay. Malay, ich habe die 19 Stunden fast voll laufen gehabt. So aus Maul hatte ich schon lange nicht mehr in meiner Wohnung. Oh, krass, ne? Hier stand sie im Raum. Okay. Die Erdresonanz ist das? Okay. Ich wurde auch zu früh wach heute. Lass mich bei meiner Frau mittlerweile gewöhnt. Okay. Also Gamelamer nimmt uns mit in die Badewanne. Ja, schön, da freue ich mich drauf, du. Jolli hatte starke Kopfschmerzen, okay. Die Schwingung der Erde, sie wird in Herz gemessen, wie auch unser Herz. Okay. Ich dachte echt, dass da irgendwie da nichts wirklich ist, weil gestern so still war, aber da wurde ich getäuscht. Ja, wie viele, ne? Wie viele. Lass mal auf, ich habe hier wirklich einige Nachrichten bekommen. Ganz komisch. Sulvan hatte heute Nacht nur Knacken und so.
Mäßig ist mir wieder kalt. Christi Rusch schreibt, mein Gesicht fühlt sich so warm an seit dem Puppenbild. Das hat das, wenn noch. So, also Leute, das haben wir so nach nicht bekommen, ne? Also so viele Menschen unabhängig, die da was geschrieben haben. Das ist schon wirklich sehr komisch. Ja, also ist wirklich schon merkwürdig, ne? Ja, habe ich mir schon angeschaut, Lorelinchen. Malaika, bei mir haben alle Fernseher verrückt gespielt. Ständig ist wer durch die Wohnung gerutscht und mehr verstanden. Meine Bronn hat mich einfach nur beobachtet. Krass. Das ist ja krass. Das ist ja krass. Pass mal auf, ich lese euch mal ein paar Sachen vor, ja? Wir passen uns den Bängen in seinen Gang sozusagen an Frequenz und Edge-Wing. Die Säge auf unseren Körper, Nervositätsrand, Ursachen ändern sich mit der Zeit wieder, okay? Ich lese euch mal vor, was so ein paar Leute mir geschickt haben, ne? Boah. Wartet mal ganz kurz. Du, hallo Lena. Du, ich sag mal, ich bin gerade mitten im Stream. Ich quatsch dir auch gerade mitten im Stream drauf. Wie fühlst du dich, wenn du das gerade siehst? Wenn du zu Hause bist und in dem Stream mal kurz reinschaust, wie fühlst du dich gerade? Also hier sind ganz viele Leute, die irgendwie ganz interessante Sachen gerade schreiben. Okay, ich weiß nicht, ob es zuletzt 19.52 Uhr online. Okay, was haben wir noch hier? Maikishi, wieso bekommen wir solche Schmerzen ähnliche? Man schaut ja prinzipiell nur einen Stream. Ich habe selber keine Ahnung. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich weiß es selber nicht. Ich weiß es selber nicht. Das haben wir so auch noch nicht gehabt. Doch, haben wir gehabt. Ist aber, glaube ich, schon 6 Jahre her. Hallo Jenna, grüß dich. Bei der Püppi haben wir das damals gehabt. Wo wir bei Ungespielt, beim Unge im Stream waren. Da waren ja, glaube ich, so 10.000 Leute oder so im Stream. Und da ging das nur, bitte weg. Haut die Puppe weg, bitte weg mit der Puppe, weg, 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 Puppe weg, nicht gut, weg, 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 weg. Haben wir Tausende geschrieben damals. Das war schon 6 Jahre oder so her. Hallo Subtiger, ich grüße dich, hi. Stimmt, da hatten wir das zuletzt gehabt. Nihelius, wie ich mich fühle, unruhig. Ich fühle mich selber unruhig. Jenna, ich bin gerade 5 Minuten und die haben voll Druck im Kopf, mache ich das Ding nicht. Ja, ich habe das auch so. Ist ganz eklig. Aber ich rede mir das auch nicht ein. Ich rede mir das aber auch nicht ein. Weil wenn ich anfangen würde, mir was einzureden, das wäre doof. Aber da bin ich schon ewig raus aus diesem Punkt, mir Sachen einzureden. Also Lena hat es abgerufen, also sie hat schon abgehört. Hey, Toni Püppi fand ich damals ganz schrecklich. So harmlos hat das damals mit der Püppi auch angefangen, Toni. Von was kommt das? Ist was richtig böse oder ein unter Schmerz gestorbener Mensch? Das wissen wir nicht. Das ist das Verrückte. Darkness, bei so vielen Rückmeldungen frage ich mich, wie kann man da noch zweifeln? Ey, mir geht das Ding auf den Magen. Links die pinke Kugel. Ja, kann sein natürlich, dass ich jetzt hier auch drangekommen bin. Ich bin ja jetzt schon eine Zeit hier. Ne? Bei dem Mann hier im Raum hatte ich Schweißausbrüche. So, pass mal, ich lese euch mal ein paar Nachrichten vor, die in den 18 Stunden gekommen sind. Ich konnte den Stream nicht lange schauen, da mir die Puppe Angst macht, war eine Nachricht. Nächste Nachricht, wo zum Teufel ist die her? Ich hatte zu Hause die ganze Zeit die Puppe im Kopf. Andere Nachricht, Marc, ob du es glaubst oder nicht, ich bin von der Musik meiner Alexa wach geworden. Es war ein Lied mit einer Geige, dieser Star-Geiger, kennst du den? Ich kenne jetzt keine Geiger oder so. Nächste Nachricht, ich habe mal kurz reingeschaut und musste ausmachen, da ich voll die Beklemmungen bekommen habe. Krass, ne? Nächste Nachricht.
Ich selber hatte das Gefühl heute Nacht, dass jemand bei mir im Bett gewesen ist. Um 4 Uhr war ich auf dem Klo und sah das im Flur Licht durch den Bewegungsmelder an war, aber ich war noch nicht bei der Lanke angekommen. So, nun mal zu mir. Nächste Nachricht. Ich bin sehr oft in deinem Stream, aber das habe ich noch nicht erlebt. Bei mir kam im Traum ein Mann aus Rumänien vor. Ich kann die Sprache verstehen, aber ihm wollte ich was sagen. Aber ich konnte es nicht richtig verstehen, da er flüsterte. Es war nicht alles so verstehen. Also verstehen. Was kann das bedeuten? Nächste Nachricht. Ich gucke immer wieder hier runter, weil Lena gerade oben am Schreiben ist. Nächste Nachricht. Mein Mann kam gestern zu mir und meinte, dass er irgendwie Angst hat und ich bitte die Musik ausstellen soll. Das hat er sonst nie gemacht. Mein Kirsch hat wieder Rückenschmerzen. Na? Hallo Loreninchen. Daniel an Bord. Entspannt sein. So, nächste Nachricht. Wie kann es sein, dass ich von dem hier in der Überwachung geträumt habe? Ich bin schon lange bei dir, aber das passierte mir noch nie. Also Lena hat ja auch gesagt, dass bei ihr irgendwas gewesen ist. Ne? Sie schreibt auch gerade. Nächste Nachricht. Wie kann das sein, Marc? Sag mir, wie das geht. Wie kann ich bei dir schon und auch so Phänomene haben? Er schellte mehrmals an der Tür, aber niemand stand im Treppenhaus. Das ging wirklich so. Wum, wum, wum. Ich habe ja gestern im Stream auch manchmal was eingeblendet an Nachrichten. Und es war wirklich merkwürdig. Radical, ich habe ein komisches Gefühl, meine Katze fixiert auch die Tür die ganze Zeit, was sie sonst nicht macht. Stellen wir ja guten Abend. Okay, warte mal, Lena schreibt gerade, also es war ja gestern schon als seltsam. Ich glaube, es ist noch eine weitere Seele an der Puppe. Nicht die Seele, mit der wir kurz kommuniziert haben, sondern eine Seele mit einer echt heftigen Energie. Es ist eine echt Schmerz, in Ausrufezeichen, es ist eine echt schmerzende Energie. Weiß nicht, ob du das verstehst, aber ich würde mich nicht wundern, wenn es mehreren Menschen nicht gut ging. Level auf, gute Besserung, Mensch. Komm schnell wieder raus. Das ist verrückt. Das ist verrückt. Ja, Lena, das merke ich auch, wenn ich hier sitze. Ich fühle mich ganz klein mit Hut, mickrig und total unwohl. Also so richtig unwohl. So, als wenn du am liebsten hier gerade wieder rausgehen möchtest. Weißt du, wie ich das meine? Also ich habe jetzt nochmal draufgequatscht. Ah, Lucifer66, grüß dich, hi. Also das habe ich auch noch nicht gehabt. Du. Vor allen Dingen, Mittwoch war ja total gechillt, der Stream, ne? Kirschstein, Pürsmüsli, die sind so richtig gut, ging es mir gestern Abend auch nicht, verrückt. Also da müssen wir ein bisschen nochmal heute rein. Ich weiß aber nicht, was passiert, sage ich euch jetzt schon. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir hingehen müssen und dieses Objekt immer wieder irgendwie sichern lagern müssen. Ne? Ah, Lena schreibt gerade, weißt du noch, als wir am Mittwoch ins Büro gekommen sind und der Eigenkoffer schon lag, die Energie war so mega heftig im Raum, so überwältigend. Okay. Hast du denn auch, wenn du jetzt gerade schaust, dieses unruhige Gefühl? Wenn du guckst jetzt, du kennst sie doch, du hast doch hier, ne? Hast du auch dieses unruhige Gefühl? Es ist echt irre. Kalea, ich habe diesen Druck auf dem Kopf auch gespürt. Ich muss sagen, ich habe 2 Bildschirme, einen davon geschützt, den anderen nicht. Als ich den Stream auf den ungeschützten geschoben habe, kamen die Druckschmerzen auch bei mir an. Krass. Da ist so ein komisches Blatt aufgetaucht, das nach Kräuter riecht, irgendeine Minze, und das mit Spinnenbeben umworben. Sehr komisch. Lorelinchen, gestern Kopfschmerzen nach kurzer Zeit gehabt. Malaika, mir ging es so, wie meine Mutter in den Wechseln ganz heftig. Witz war, mein Hund mega nervös und pimmelnd durch die Wohnung gestiefelt. Andy, hi. Ich hab doch mal...
Was war das denn? Lena, ja, ich schaue gerade, bin komplett unruhig, ich habe einen richtigen Kopfdruck und Schwindel. Man fühlt sich so mickrig, hat es ja auch mickrig in Anführungszeichen. Ich zeige euch mal eben ganz kurz die Clips, ja. Also der erste Clip ist von 21.10 Uhr. Der Clip ist von 21.10 Uhr. Guck dir dieses K2 an. Guck mal, hier unten habe ich immer reingeschrieben, was so passiert ist. Ne? What the hell? Als wenn sie sich in den Fokus gedrückt hat. Als wenn sie sich... Ja, im Mittelpunkt ist das richtige Wort, ne, Darkness? Also das... Als wenn sie in den Mittelpunkt möchte. Das Interessante ist, da oben sind zwei Bewegungsmelder drauf. Da oben sind ja zwei Bewegungsmelder. Guck mal, die gehen sofort an. Der geht sofort an. Das ist ja verrückt. Das war Teil 2, war mehrfach im roten Bereich. Damon, auf mich wirkt die Puppe, es will sie einmal Energiefeld am Kopf so an pochen, einatmen, ausatmen. Nee, im Moment merke ich nichts, nur ein komisches Gefühl. Singe. Guck mal, also, schau mal. Ich will euch mal kurz mal was zeigen. Hör mal auf. Warte mal. So, wir machen mal kurz einen Bewegungsmelder-Test. Okay, wir machen mal kurz einen Bewegungsmelder-Test. Ich mach mal aus. So, jetzt sind die aus. Siehst du, jetzt bin ich kurz aufgestanden. Jetzt geht das Ding sofort los, ne? Ich gehe mal hinten zum Raum. Sobald man sich den Bewegungsmeldern nähert, gehen die an. Obixing, ich weiß auch nicht. Deswegen habe ich ja auch extra die Bewegungsmelder
so in den Raum rein, ja, damit, wenn im Raum was ist, die Bewegungsmelder reagieren. Aber das Verrückte an der Sache ist, Elke hat somatoforme Störungen. Oh Mensch, somatoform ist immer blöd, du. Gute Besserung, Elke. Daniel, danke für den Safi Paburkhardt. Ganz liebes Dankeschön. Ja, genau, damit, genau, Chris, ne, genau, das ist das, was ich meine, ne? Das ist halt der Punkt, wenn du nämlich hingehst und Bewegungsmelder mitten in den Raum stellst, wir können es ja nochmal simulieren, die gehen ja gleich wieder aus. Dafür sind die halt super, ne, Bewegungsmelder. Die erfassen halt, wenn irgendwas im Raum passiert. Und dann guckt man sich wieder den Clip an und sieht, dass die Bewegungsmelder nicht an sind. Reagieren null. Das ist verrückt. Die Stühle und der schwarz-rote, vielleicht vom Schatten irgendwie was mitgesehen oder so, ne? Kameradreh, oder ist der Fokus am Ende? Aber die Kamera hat eigentlich so keinen Fokus, die hat nur Festbrennweite. Fokussiert so nicht. Ganz verrückt. Da war ja noch ein anderer Clip. Das war ja jetzt 21:10. Jetzt haben wir hier noch der von 20:40. Jetzt haben wir hier noch 20:40. Ah, ich muss auf Play. Oh, Leute. Er lacht nicht, ne? Er lacht nicht. Ich habe mich auf Play gedrückt. Ich sitze hier und warte. Suche, warte. Ich habe gar nicht auf Play gedrückt. So, ich drücke mal drauf. Jetzt ist. Dann nicht schlecht, ne? Hab auch gedacht, K2 ist aber still, ne? Guck mal, da bewegt sich auch. Auch hier wieder Bewegungsmelder. Nichts. Keine Reaktion des Bewegungsmelders. Gar nicht. Er hat keine Bewegung erfasst. Es ist keine Bewegung im Raum erfasst worden. Das ist irre. Also das ist wirklich irre. Keine Bewegung erfasst. Und guck mal, Blena nochmal geschrieben hat. Okay, also Lena hat wirklich, wie sie gerade geschrieben hat, Kopfdruck und Schwindel und sie fühlt sich meckrig. Und das ist bei Lena super selten, dass sie sowas schreibt, dass sie da wirklich jetzt in irgendeiner Weise sich klein und meckrig fühlt so. Okay. Ja. Es sind auch einige, die geschrieben haben,
können wir mal eine Überwachung mal irgendwie auch mal nachts nach dem Stream bis morgens machen, weil wir haben ja dann einen eigenen Raum jetzt, wo wir solche Sachen lagern, wo wir unser creepy Museum aufbauen. Ob wir da mal eine Überwachung fahren können? Ja, theoretisch ja. Wir müssen das nur irgendwie netztechnisch noch ein bisschen klären. Aber da gucken wir, wenn Lena Mittwoch da ist. Schluck auf, schauen wir mal, ne, ob wir da hinfahren und da mal gucken, wie wir das geregelt kriegen. Ne? Okay. Sie ist in das reingepustet. Okay. So. Dann würde ich mal sagen, probier mal reinzugehen. Ich bin auch voll unruhig, ne? Weiß nicht warum. Das ist lustig, Toni. Also ist lustig, interessant eher. Das, was du schreibst, hat die Elke in den Beinen. Toni schreibt, die Puppe ist wirklich richtig komisch, habt Herzrasen und leichtes Taubheitsgefühl im linken Arm. Elke hat geschrieben, irgendwas lässt meine Somatisierungsstörungen voll ausbrechen. Ich spüre meine Beine nicht mehr, der Somatoforme. Wirklich verrückt. So. Okay. Es sind auch noch einige, die geschrieben haben per Instagram, dass sie auch viele paranormale Phänomene zu Hause haben und sie nicht mehr klarkommen. Da bitte, bitte, bitte auch einen Gefallen uns bitte tun. Wenn ihr möchtet, dass wir uns den Fall anschauen, ja, also Lena und ich, wenn ihr möchtet, dass wir uns den Fall anschauen, geht bitte folgendermaßen hin und schreibt uns bitte über das Kontaktformular über die Webseite. Und wir sammeln nämlich gerade solche Fälle. Und wenn euer Fall interessant ist, würden wir vorbeikommen und untersuchen, aber dann gegebenenfalls auch mit dem Fernsehteam. Ja, also da, wenn jemand interessante, merkwürdige Phänomene hat zu Hause, wo du nicht mehr weiter weißt oder du allgemeine Phänomene hast, die du dir nicht erklären kannst, kannst du dich einfach mal bei uns auf der Webseite melden, einfach nur schreiben, hey, und dann schicken wir einen Fragebogen zu. Dann schicken wir einen Fragebogen zu, den ausfüllen und uns wieder zurücksenden, bitte. Okay, dann lass uns reingehen. Okay. Spanischer Stier. Ich bin heute Nacht mit heftigen Beklemmungen aufgewacht. Wenn du den Chatverlauf liest, dann bist du nicht die einzige Person. Also gigantisch viele haben das im Moment. Gigantisch viele. Warum auch immer. Warum auch immer. Okay. Rein geht's. Ich wechsle die Kameras. Bina, danke für 90 Bits. Ich danke dir. Danke dir und hallo Kirito. Irgendwie weigert mein Körper sich. Irgendwie weigert mein Körper sich, sich damit zu beschäftigen. Oh, Lena schreibt gerade noch. Lena schreibt gerade. Zur Verständnis, die Energie fühlt sich sehr dominant an, schreibt sie mir gerade, hat mir gerade geschrieben. Das kann auch nicht sein. Was ist das denn? Okay, wir müssen auf jeden Fall. Ich fühle mich auch so schlapp, so ausgelaugt. Müde, platt, kaputt, aber
Das hatte ich noch nicht, wo ich hier vorhin reingekommen bin. Das ging erst ein paar Minuten später los. So. Okay. Man fühlt sich bedeutungslos. Hier lese ich gerade. Darkness hat das Gefühl auch. Ja, Malaika, ich gucke da gerade im Moment so selten rein, aber ich schaue da mal rein. Ein paar Burkert. Willkommen laufend Gänsepelle. Das hatte ich übertagt. Wie ausgenockt. Habe das viel noch nie, aber ich gucke die Puppen. Ich habe immer die Wörter, ich will und ich muss. Ja, ist halt dominant, ne? Ich hab das selber, ja. Das ist ja das Verrückte. Okay. Wie jetzt? Doch. Wollte schon sein, du bist doch aufgeladen. Wollte schon sein, dich habe ich doch aufgeladen. So, die mache ich auch an. Also es ist auch, wenn du die anfasst. Warum? Was ist hier los? Was ist denn jetzt los? Ha? Was ist das denn? Was ist denn jetzt bitte schön los? Was ist denn das, bitte schön? Kannst du mich verstehen? Dann mach mal vorne die Lampe an. Hörst du mich? Makishi, das sind Lampen, die kriegst du bei Action zu kaufen, kosten 9 Euro. Die reagieren auf Geräusche. Und wir haben festgestellt, dass diese Lampen perfekt für Jenseitskommunikation sind. Magic Moodlight, Dankeschön, Dara. Verstehst du, wer ich bin? Das kann doch nicht sein. Hörst du mich? Das kann doch nicht sein. Mach dir jetzt aus da hinten. Ich möchte mit dem kommen oder das kommunizieren, was in einer Verbindung mit der Puppe steckt. Was ist mit der Puppe in einer Verbindung?
melde dich hier in diesem Raum. Du kannst die Lampe leuchten lassen oder die kleinen. Hörst du uns? Hallo Jobcenter, komm schnell wieder ins Amt, Mensch. Bist du hier in diesem Raum? Dann gib mir ein Zeichen. Bist du hier in dem Raum bei mir? Dann nehme mit mir über die technischen Geräte Kontakt auf. Du kannst die kleinen Kugeln leuchten lassen oder die große Lampe. Wer bist du? Du bist männlich. Wenn du männlich bist, zeig mir das mit dem Zeichen. Kommuniziere mit mir, wenn du männlich bist. Also ich habe jetzt noch Handy an, können wir auch, weil wir kein Messgerät anhaben. Also noch habe ich Handy an, ich kann jetzt noch gucken. Lena schreibt, pass auf. Pass bloß auf, ich habe da ein komisches Gefühl, schreibt sie. Pass bloß auf. Ich habe da ein komisches Gefühl, schreibt sie gerade. Lena, das, also ich weiß nicht, ob du jetzt gerade mich hörst. Lena, ich auch. Auch dieses komische Gefühl, Lena, wenn du jetzt gerade zuhörst. So. So. Ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich besser. Kann das, was anwesend ist, mit mir in Verbindung treten? Kann das, was anwesend ist, hier mit mir in Verbindung treten? Natürlich jetzt blöd, dass Lena nicht da ist. Aber wenn du im Stream bist, Lena, dann müssen wir das unbedingt auslagern, das Objekt. Ne? Wie viele jetzt geschrieben haben, dass sie sich nicht gut fühlen. Kannst du nochmal das Licht einschalten? Schalte nochmal Licht ein. Was bist du? Ich werde mal die Wärmebildkamera nehmen.
Gib mir ein Zeichen. War gerade jemand? Da war gerade jemand bei mir. Bewegungsmelder. Wärmebildkammer. Also wer hat jetzt im Moment auch ein komisches Empfinden zu Hause? Also alle, die jetzt auch ein komisches Empfinden zu Hause oder bei sich selber haben, schreiben mal bitte die 1 rein. Steffi, Malaika, Joker, Toni, Petra, Nadala, Sensuchen, Urbexing, Schnelle Ratte, DJ Kralle, Chris Tirol, Kira, Darkness, Andy, Pierre, Sungirl, Lorelinchen, Nihilius, Bloody Mary, Erdrückendes Gefühl, Radical, Papurka, Makishi, Nini nicht, Spanischer Stier, Mariella Tweety, Sigis K2, Elke, Miss Freak, Shocker Daddy, Kirschmüsli. Ja, guck mal, wie viel, und wir reden das uns da auch nicht ein. Also ich glaube auch nicht, dass wir alle so sind, dass wir uns das hier alles einreden. Lara Teddy, Aura Reborn. Guck mal, guck dir das an, das ist doch nicht. Trini extrem müde. Ja, das zieht unheimlich Energie. Schaut mal, wie viele. Ich mache jetzt hier ein paar Wärmebildfotos. Also ich mache einfach mal so ein paar Bilder, Fotos. Einfach mal Kreuz- und Querbilder. Und dann schauen wir, ob wir da irgendwas haben. Okay, so. Okay. Guck mal, wie viele sind gerade hier, die alle etwas beschreiben, was ich auch empfinde.
Ja, husten tue ich deswegen, Bloody Mary. Ich vertrage keine Milch. Ich habe aber zu Hause mal einen Joghurt gegessen, Milchjoghurt. Und bei mir schleimt Milch den kompletten Hals voll. Deswegen muss ich die ganze Zeit trinken, wenn ich so einen Milchschleim im Hals habe. Ich vertrage keine Milchprodukte, aber manchmal habe ich da einfach Bock drauf. Das ist das Ding. Manchmal mag ich sowas, weißt du. Okay, pass auf. Ich öffne dir jetzt mal. Und dann denk dran, wieder ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Wir haben hier eine Verzögerung von der Zeit. Also ihr seht ja gleich, also nur damit ihr das schon mal wisst, wir haben eine leichte Zeitverzögerung. Ich habe hier ein falsches Datum drinstehen. Also steht für den 16.3. Nee, 16.3. haben wir hier. Also wir haben heute den 15. Also nur, dass ihr euch nicht wundert. So, dann gucken wir mal uns die Bilder mal an. Und schauen wir mal, was wir da haben. Ich mache das erste Mal auf. Also siehst du, die Zeit stimmt nicht und Datum ist 16.3. Also jetzt keine Pareidolie fahren. Das, was über ihr ist, ist der Stuhl. Ganz wichtig, das, was über ihr ist, ist der Stuhl. Da bitte nicht euch verhauen. Ganz, ganz wichtig, das, was über ihr ist, ist der Stuhl. Ich mache ein bisschen mehr Licht. Ich habe ja hinten diesen roten Stuhl stehen, ne, und der ist das, ne? Also hinten ist nichts, das ist nur der schwarze Stuhl mit der Maske drauf, ne? Also das ist nicht, nicht von irgendwie einer Person oder so, ne? Auf YouTube hätten die Leute jetzt schon gesagt, so, ja, krass, krass, wir haben da was, nee, ist nicht. Das ist wirklich nur der Stuhl. Aber das andere, was ich interessant fand, ist dieses Bild gewesen. Und da sehe ich nämlich oben ein Gesicht. Da sehe ich nämlich zwei Augen. Und die Arme. Pareidolie. Möglich, ja. Für mich ist unter dem Gleichheitszeichen das Gesicht, die abstehenden Arme. Aber Pareidolie-Alarm, ne? Unser Kopf kann natürlich sich aus nichts etwas gerne mal vorstellen. Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen, ne? Dass man sich da jetzt nicht reinsteigert und irgendwie da jetzt was sieht halt, ne? Aber das hat sich geformt aus dem Bild, was ich gemacht habe. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt keine Pareidolie hier fahren. Ich zeige euch nur, wo ich, wie ich es gesehen hätte. Ich mache es mal eben auf. So, wartet mal, ich öffne euch das jetzt mal hier. Na, machen wir eben anders. Sekunde. Okay, also da, wo ich es gesehen hätte, als Maus sieht man hier oben den Kopf, Hals, Arm, Unterkörper, Schulter, Arm, bis hier runter, Arm, Achselhöhle, Achselhöhle, Hals, Kopfbereich,
Mund, Nase, Auge, Auge. Also so sehe ich das. Aber parallel die Vorsicht, ne? Da kann man so schnell reinrutschen. Da möchte ich immer unheimlich aufpassen, dass wir da nicht irgendwie uns da verzetteln oder so. Also das Bild fand ich ja eh merkwürdig. Das fand ich eh merkwürdig. Das sieht so aus, als wenn sie komplett nach rechts gucken würde. Aber das ist das Schwierige, Beowulf. Ob nur wir das sehen wollen. Also ob sie so komplett stark nach rechts gucken möchte. Und ich schaue uns das nächste an. Ich muss es größer machen. Hier habe ich nur so eine nebelige Form eingefangen. Komplett Nebel. In dem blauen, hinter dem blauen Fadenkreuz ist die Puppe. Hinter diesem Fadenkreuz ist die Puppe. So, was haben wir noch? Das ist so interessant, das ist so, als wenn das so. Als wenn sie nicht drauf möchte. Als ob sie nicht drauf will. Das ist echt verrückt, als wenn sie nicht drauf möchte. Als wenn sie nicht möchte, dass wir sie fotografieren. Das ist irre. Als ob sie es nicht will. Ah, ich habe keine Polaroid. Ah, wir haben auch schon mal ganze Körper gesehen, Bina. Wirklich mal einen Schatten, den wir mal hier eingefangen hatten. Und da war wirklich richtig diese Form zu sehen. Ne? Das war wirklich schon irre. So, pass mal auf, ich möchte nochmal hingehen und nochmal mit Wärmebild probieren und dabei aber triggern, wisst ihr? Dabei möchte ich sehr gerne triggern. Schau mal. Also ich versuche die jetzt hier nochmal irgendwie. Egal was ich mache. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Warte mal. Das ist ja komisch. So, nochmal Schulter schauen. Okay, warte mal. Ja,
Ne, ist normal. Okay, und zwei noch und dann gehen wir in die nächste, den nächsten Trigger. Ne, nicht besonders. Okay. Das ist jetzt nicht wirklich was, wo ich sage, holla die Waldfee. So, dann fahre ich die jetzt aus. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir mal bei Ouija oder so. Ich habe ihr Handy noch an. Also unbedingt auslagern, sagt sie. Unbedingt auslagern. Ich sagte, unbedingt auslagern, die Puppe. So, okay. Jetzt müssen wir überlegen, was tun wir. Kurz nachdenken, damit wir jetzt... Okay, ich packe die jetzt erstmal hier rüber. Ich packe die jetzt erstmal hinten hin, damit wir ein bisschen ich fühle mich so schlapp, so ausgelaugt, ausgesaugt, so energetisch leer. So, okay, ich packe das jetzt alles rüber. Einfach so leer gesaugt. Ich will dich hier irgendwo platzieren. Aber irgendwie so, dass du... Stehen bekommst. So, hier ist gut. Okay. So, okay. Das andere Licht jetzt an.
Fotos musst du noch rüber. Jetzt fällt genau ein Foto runter. Ach du Scheiße. Ein Foto ist runtergefallen. Das Foto. Ich lege diese Bilder da hinzu. Das ist gut. Es ist hier so eine ekelige Energie drin. Das ist unfassbar. So. Okay, jetzt muss ich Handy ausmachen. Weil sonst haben wir da nachher irgendwie falsche Ausschläge. Oh, warte mal, ich gucke gerade, ich lese euch noch was vor. Hier habe ich auch eine Nachricht. Du hattest bisher so viele Puppen, aber die werde ich nie vergessen. Eine Nachricht. Dann habe ich hier... Ach du Scheiße, Digga. Nee, für die, die nicht wissen, was runtergefallen ist, guck dir das Kreuz an. Das Verrückte ist, dass nur das Mittelholz runtergefallen ist. Nicht das stehende Holz. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Entweder fällt das komplett, aber nicht nur der Jesus. Das geht nicht. Das funktioniert für eine von der Kraft nicht, vom Winkel her nicht. Damit ihr wisst, was ich meine. Okay, pass auf. Du kannst das so umschubsen. Das Ding ist massiv hier vorne. Das ist Metall. Das heißt, dieses Gewicht zieht das Kreuz nach vorne. Aber das kann nicht stehen bleiben, wenn dann wäre es komplett runtergefallen.
Klecks drauf. Genau das meine ich. Das Gewicht des Kreuzes vorne, das von Jesus durch das Metall, hätte das komplett nach vorne werfen müssen. Weißt du, so, wenn ich hier dran etwas Schweres hänge, nochmal als Beispiel. Wenn ich hier dran eine Flasche hänge und die Flasche fällt, zieht das Ding mit, weil das leichter ist als dieser Gegenstand. Und aber der leichte Gegenstand ist stehen geblieben. Das haut nicht hin. Irgendwie Ball bewegt sich. Okay, warte mal, ich habe gerade den Clip hier. Also unten rechts noch hier drunter. Nee, ich dachte nur das Kreuz. Da ist ja erst der Ball. Da ist ja erst der Ball. Es ist erst der Ball. Warte, ich mach mal langsam. Versteht ihr gestern, warum ich so ein komisches Gefühl hatte? Guck mal, der balanciert auf dem schmalen. Wie krank ist das? Der balanciert auf dem. Das ist nicht normal. Ich mache euch mal ein Foto von dem schmalen Rand. Pass mal auf, ich zeige dir jetzt immer das Foto. Guck dir mal den schmalen Rand an. So, okay, jetzt guckst du dir nochmal den Clip an, unten rechts im Bild. Der Ball rollt auf dem schmalen Rand. Warte. Da, guck mal, hier kommt er. Guck mal, der rollt auf dem schmalen Rand. Und guck mal, wie der Jesus fliegt. Das ist krank. Der Roboter wird durch Erschütterung ausgelöst. Maischek, danke für 22 Monate. Und der ist ja ein ganzes Stück auf diesem schmalen Grat. Ich muss mal kurz Internet an, wartet mal. Ich muss mal Lena nochmal eben schreiben. Kunde. Also wenn K2 jetzt geht, ist vom Handy. Lena, hast du zufällig das gerade gesehen, was passiert ist? Der Ball ist auf dem schmalen Rand von dem Geigenkasten weggerollt
Und dann ist das Kreuz gefallen, aber nicht das komplette. Nur Jesus ist rausgefallen aus der Fassung, während das Grundkreuz stehen blieb. Okay. Also Ausschläge können jetzt vom Handy sein. Ich fand, sie hat es gehört. Warten mal kurz. Also sie schreibt gerade. Warte mal kurz, was sie schreibt. Was bist du? Also mit dem, was wir jetzt hier zu tun haben, muss ich sagen, Alter Lachs so. Das ist eine Hausnummer. Das ist eine Hausnummer, definitiv. Also die K2-Ausstiege können jetzt vom Handy sein, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Also Lena schreibt nur. Kann sehen, weil ich mal selbst vor das Kreuz runterführen und dann das Kreuz der bewegen kann. Der Ball hat das Kreuz nicht berührt, ne? Der ist runtergefallen. Vor dem Kreuz hatte ja schon die Bewegung in den Kasten selber gemacht. Okay, warte mal, sie hat geschrieben. Ja, das meinte ich mit, passt bloß auf. Schau dir nachher nochmal an, wie Jesus geflogen ist. Das ist, ob er auf... Was? Nochmal, was schreibt sie? Ja, habe ich gesehen, das meine ich mit, passt bloß auf. Schau dir es nochmal an, wie Jesus geflogen ist. Das ist, als ob er aufgestanden wäre, bevor er runterflog. Wie? Als ob er aufgestanden wäre, bevor er runterflog. Das mal an. Und wie er auch fällt, ne? Also als ob etwas nicht möchte. Also ich mache Handy jetzt wieder auf Flugmode. Flugmode aus. Flugmode an. Möchtest du nicht, dass etwas Religiöses in deiner Nähe ist? Dann kannst du das Licht einschalten. Also das guckt dir das K2 an, war nicht von mir, ich war zu leise. Möchtest du nichts Religiöses? Dann mach das Licht an. Guck dir das an. Bist du gegen Gott? Wenn du gegen Gott bist, dann mach das Licht an. Das ist doch. Bist du gegen Gott, dann kannst du das Licht wieder einschalten. Bist du gegen Gott? Oh, nochmal. Bist du so etwas, was wir manchmal als Dämon bezeichnen, dann mach das Licht an. Das ist doch. Warst du bei Lena zu Hause? Warst du bei mir heute Nacht hier in meiner Wohnung?
Warst du hier in der Location? Guck dir das an, ja. Warst du bei Menschen zu Hause, die dich gesehen haben? Dann kannst du das Licht einschalten. Also warst du auch bei anderen Menschen zu Hause? Hast du da Spaß dran, Menschen zu ärgern? Mach dann die Lampe an, wenn du Menschen gerne ärgerst. Licht an. Rotes Licht vielleicht für Menschen ärgern. Magst du das? Wow! Bist du männlich? Dann schalt Licht ein. Du willst nicht mehr gehen, oder? Wir Menschen sagen zu sowas dämonisch. Trifft das den Nagel auf den Kopf? Hast du das Kreuz runtergeschmissen? Dann gib mir das Zeichen. Hast du Jesus runtergeworfen? Du mochtest ihn nicht, ne? Du hast auch den Ball bewegt, ja? Gib ein Lichtzeichen. Du warst das mit dem Ball, ne? Guck dir das an, nicht nochmal. Viele Menschen haben von dir schon berichtet, ne? Gefällt dir das? Dir gefällt das, ne? Du weißt, dass du heute ins Museum kommst, ne? Möchtest du das? Das ist nicht normal. Bist du ein Junge, ein kleiner Junge vielleicht gegebenenfalls noch? Du spielst gerne, ne? Spielst du gerne Spiele? Böshaftiger Junge, ein böshafter Junge bist du, ne? Oder bist du ein lieber Junge? Lieber Junge? Dann mach Licht an, Philipp. Du weißt, dass ich weiß, was du bist, ne? Boshaftigkeit bist du. Wut und Zorn. Und du magst es, den Menschen Angst zu machen, oder? Bestätige das doch, traust du dich? Dann hat mir jemand meine Schulter berührt. Da hat jetzt jemand meine Schulter berührt. Jetzt haben wir jemand hier. Der ist nicht so gut. Panda Mausi, danke für den Sub, Panda Mausi, denkt er. Das ist so. Frank. Wir werden mal noch ein Gerät dazu stellen. Kannst du das Gerät auf der Lampe ausschlagen lassen? Das macht einen ganz schrillen Piepston.
Kannst du das Gerät piepsen lassen auf der Lampe? Da, wo die zwei Lampen immer an- und ausgehen. Mach mal dieses Gerät an. Probier mal. Trink jetzt mal einen Schluck und dann gehen wir mal ins Reader. Ich brauche mal eben kurz einen Stressbonbon, Leute. Ich brauche mal eben kurz Stresssüßkram. Oh. Den Ball fand ich sehr krass. Guck mal. So starke paranormale Phänomene haben wir schon lange nicht mehr. Guck mal, das ist nicht normal. Echt nicht normal. Absolut unnormal. Ich mach mal die Light Panels an. Ich rufe die geistige Welt, die Verstorbenen, und ich möchte den Kontakt zu einer bestimmten Entität in einer Verbindung mit dem Objekt auf dem Fernseher hier bei mir im Raum steht. Diese Entität ist schon mit mir im Kontakt. Sie kommuniziert mit mir über Licht und Gegenstandsbewegungen. Ich möchte mit dir persönlich sprechen. Gebe mir bitte hier ein klares Zeichen, wenn du bereit bist, mit mir zu kommunizieren, hier über dieses Ouija-Board. Dann mach dich bitte jetzt bemerkbar. Gott, ich bin voll eingespannt, ne? Ist diese Präsenz, diese Entität bereit, mit mir über dieses Ouija-Board zu kommunizieren, dann gebe mir bitte klar und deutlich ein Zeichen, was ich verstehen kann, durch Hören und Sehen oder durch Hören und Sehen, hier jetzt in dem Raum. Boah, guck dir das an. Das hört ja gar nicht, das hört ja gar nicht auf, das ist ja durchgehend, guck mal. Gänsehaut am Kopf. Bist du bei mir im Raum? Uah. Ja. Ich habe voll Gänsehaut. Ja. Wie ist dein Name? Nenn mir deinen Namen. K-E-E, kein
Name. Hast du denn einen Namen? Ja. Und du möchtest ihn nicht nennen? Nein. Bist du dadurch angreifbar? V E E E E. Vielleicht. Kennst du mich? Ja. M E I. Mein Sohn. Ich bin dein Sohn. Wer ist Lena? TOCH. Tochter. Lena ist deine Tochter. Wer sind wir zusammen? Meine Kinder. Wir sind deine Kinder. Geh zur Lampe an dem Fernseher, schalt sie ein. Oh, das fühlt sich nicht gut an. Schalte das Licht an am Fernseher. Warum bist du bei vielen Menschen in dessen Köpfen? Ja. Es macht so viel Spaß. Menschen zu ärgern macht dir Spaß. Oh. Das wurde eiskalt. Meine ganze rechte Seite war kalt, als wenn eine Klimaanlage davor steht. Das, was immer es ist, es stand hier gerade direkt an meinem Tisch. Es stand direkt bei mir am Tisch. Das hat sich tot angefühlt. Richtige Todeskälte, du. Gott, was war das für ein Gefühl? Was war das denn für ein Gefühl? Komm weiter am Strand, reiß dich zusammen. Komm, reiß dich zusammen. Atme tief durch. Komm, dreimal tief durchatmen. Hast du mich berührt? Du hast mich berührt, oh ja. Dir das Spaß gemacht. So sehr. Bin jetzt bei
ist bei dir. Der ist bei dir, pass auf. Komm, antworte. Ach. Zuletzt online 21:24. Lena. Reinklingeln. Lena, Lena, Lena. Hörst du mich? Hallo? 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 Nee, warte, ich höre nicht. Was war das? Was habe ich denn da gerade gehört? Hast du, hallo? Hast du Fernseher angehabt? Hörst du mich da? Nein, 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 nein. Hä? Was ist das denn, Mann? Ich spreche und ich höre mich danach nochmal doppelt. Nee, ich höre dich nicht doppelt, aber ich habe vorhin irgendeinen Mann da quatschen gehört. Ja. Alles gut? Ja, alles gut. Nee, ich bin alleine. Ja. Das war aber krank. Der hat doch, Sven, voll laut der Fernseher an ist. Und ich hab dich gar nicht. Hier Bloody Mary auch. Da war doch, Bloody Mary, oh, da war doch eine männliche Stimme. Hä, ist das nicht sehr krank? Hör mal, ich höre dich total doppelt jetzt, ne? Du sprichst und ich höre dich doppelt. Ich höre dich ganz normal. Wer hat denn im Stream die Männerstimme gehört? Der hat doch einen Mann geredet. Und so ein komisches Atmen, genau. Atmen? Ja, da war eine männliche Stimme. 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1. Alle. Alle haben diese Stimme gehört. Alle. Okay, so ein tiefes Einatmen, Stimme und ein Wimmern. Okay, also wir haben hier so einen Clip. Du bist ja am Handy, ne? Okay, auf jeden Fall, dir geht's gut? Ja, ich bin am Handy. Super. Okay, dann weiß ich Bescheid, dann gucke ich hier weiter. Pass auf jeden Fall aufpassen. Geh mal im Stream rein und hör dir mal an, was wir da haben, was wir da gehört haben. Wie mache ich denn das so rückwärts nochmal? Nee, ich spiele das jetzt gleich ab. Mach einfach nur einen Stream an, dann kannst du es live hören. Ja. Okay, bis gleich. Ja, okay. Tschö. Okay, ja, bis gleich. Ciao. Ciao. Was war das denn? Was war das denn? Warte mal. Alle haben wir doch alle gehört, aber es ist doch nicht eingebildet. Hallo? Warte mal. Tempo? Hallo? 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 Nee, warte, ich höre nicht. Warte, was war das? Was habe ich denn da gerade gehört? Hallo? Ich leite mal runter. Warte mal. Okay, pass mal auf, ich habe das jetzt mal runtergeladen. Michel Joe, danke für 26 Monate. Ganz liebes Dankeschön. Ich lade das mal eben hier rein. So, verwerfen. Ich kann das ja hier lauter stellen.
Das war krank. Hallo? Hier, warte. Ich blende euch das ein. Das ist der Audio-Mitschnitt. Ich mache das lauter. Hallo? Hier. Was ist denn das? Was ist das? Tempo ändern. Was ist das? Rauschen entfernen. Was ist das? Mach nur mal langsamer. Das ist definitiv eine männliche Stimme. Wir drehen mal um. Ich verstehe das nicht. Also ich verstehe nicht, was da gesagt wird. Was ist das? Also rückwärts ist auch nicht. Also, The Witch Mother, danke für 29 Monate, Dankeschön. Also man versteht das nicht. Es ist aber auf jeden Fall... Hallo? Mal hier ja auch. Da lacht doch jemand. Du musst das Objekt unbedingt rausbringen. Hohoho. Da lacht doch jemand. Doch an wie ein Lachen, oder? Als wenn da wirklich jemand lacht. Weißt du, und dann fragen mich welche, Marc, warum machst du denn so spontan eine Raumüberwachung? Ja, jetzt wisst ihr warum. Weil ich das im Gefühl habe. War nämlich eine, Mike, ich habe mich auf den Paradox gefreut. Marc, jetzt machst du deine langweilige Raumüberwachung. Ja, jetzt weißt du warum. Vertrau mal den alten Marc schon mal eine Runde hier, schätze kennen. Dem alten Marky Boy kannst du schon vertrauen, wenn er so viele Jahre schon macht. Der weiß schon warum. Hat schon einen Sinn dahinter. Und jetzt hast du nämlich den Salat hier. Hallo? 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 Nee, warte, ich höre nicht. Warte, was war das? Was habe ich denn da gerade gehört? Wo? Hast du, hallo? Spreche ich? Ich würde das so gern verstehen. Ne? Hallo? Wir machen mal noch langsamer. Es knackt die ganze Zeit ohne Pause hier. Noch langsamer.
René, was ist das? René, was ist das? Hast du das mitbekommen, René? Das ist aus dem Live-Gespräch gerade. Ich warne dich, sagst du? Nochmal noch langsamer. Wie kriegen wir das? Wie kriegen wir das raus? René, wie kriegen wir das sauberer raus? Ist schon ein Trausch, Sigi. Welcher Pegel, René? Muss mal auf, warte mal. Ich habe Tiefpass, habe ich jetzt genommen. Das ist Hochpass. Sorry, ich höre die Töne nicht. Ich höre keine Hochfrequenten. Also wenn es euch in den Ohren wehtut, sorry, ich höre hochfrequente Töne nicht. Also für mich hört sich das nicht so extrem an wie für euch. Ja, ich höre sowas nicht. Also Filterstimme. Okay, Filter. Filterstimme. Wisst ihr, die benutze ich viel zu wenig. Effekte.
Filterstimme. Filter, Filter, René, 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 Filterstimme. Wo finde ich Filterstimme? Filterstimme. Filterstimme. Geklopft, ich habe Kopfhörer auf, ich höre das nicht. Filterstimme. Du meinst der hier Stimme? Okay, mach mal kurz auf den René, der René ist da brutal fit mit. Okay, René schaut gerade. Okay, Fantasie Kobold Effekte. Okay, ich biege mich immer irgendwo falsch ab, weißt du? Ich biege mich immer irgendwo falsch ab. Es gibt ja nämlich irgendwie immer noch einen anderen Weg. Fantasy Kobold. Ah, ich hab's gefunden. Okay, super. Eins müssen wir jetzt sagen. Geklopft? Nochmal? Hör ich nicht. Hör ich nicht. Okay, was immer es ist, am Ende klopft es viermal. Das wird durch die Frequenz bei mir gekillt. Also das wird bei mir dadurch, dass ich die Hochfrequenten nicht höre, ist für mich der komplette Bereich tot. Also ich höre zwar, dass da Töne sind, ja, dadurch, dass ich die Hochfrequenten nicht mitbekomme, wird das im Hintergrund mit gefiltert. Also das höre ich nicht. Also das ist krank. Warte mal, ich mache mein Handy nochmal an. Kennis an. Also da ist auf jeden Fall irgendeine Stimme. Aber wir kriegen nicht genau raus, was sie sagt. Auf jeden Fall nicht gut. Ich werde auch das Objekt dann nachher mit dem Auto wegbringen.
und einmal schnell zu Luca fahren und dass der kurz abliefert und dann nach Hause. Okay. Ja, erstmal auf, ich weiß das, also wer das auch mit untersuchen möchte, ich packe das auf den Discord rein. Müsste eigentlich klappen. Ich muss das Ding jetzt wegbringen, das wird mir zu viel gerade. Wo haben wir das denn? Ich habe die ganze Zeit dieses ungute Gefühl im Raum. So. Okay. Ich packe das alles rund um Ouija und Co. Ich versuche, ob der das da reinzieht. Datei hochladen. Müsste klappen. Ist ja nicht viel im B. Ja, super. René und alle, die sich das selber nochmal analysieren möchten, ich habe das auf dem Discord-Server, alles rund um Ouija und Co. in EVP rein. Na, es haben zwei Leute ersetzt, könnte eine Warnung sein. Ja, also wer das mit rausfiltern möchte, ja, wäre super nice. So, Ausrufezeichen Discord einfach nur. Markishi, Ausrufezeichen Discord. Und darunter alles rund um Ouija EVP. Und da ist das drin. Und würde mich freuen, wenn René auch mal drüber guckt. Das ist echt verrückt. Ich habe die ganze Zeit auch dieses ungute Gefühl. Ich möchte auch gar nicht sein gerade, wisst ihr? Ich möchte nicht sein. Ich möchte nicht sein. Ich möchte einfach nur weg. Liebst mich hier rausrennen gerade? Ja, dann liebst du hier rausrennen. Einfach alles anlassen und abhauen. Verrückt, oder? Alles anlassen und einfach abhauen. Ja, tausendfaches Gegenteil vom Mittwoch. Tausendfaches Gegenteil vom Mittwoch. Johnny, Dankeschön für 7 Monate, Johnny. Ganz liebes Dankeschön. Eine Warnung, okay. Ja, aber würde ja auch passen zu dem, was wir gehört haben, ne? Also was wir erlebt haben. Ist ja noch der Punkt. Das ist ja noch der Punkt. Also muss unbedingt ausgelagert werden. Unbedingt. Unbedingt. Als ob jemand an die Tür geklopft hat. Das ist wirklich verrückt. Ja, aufpassen. Ne? Also da möchte ich auf jeden Fall demnächst, wenn wir dann nochmal reingehen, nur rein, wenn Lena dabei ist, ist für mich auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, heißes Eisen, du. Heißes Eisen, du. Heißes Eisen. Rumänisch. Makishi, du musst erst die ganzen, sag mal schnell, die Regeln einmal bestätigen. Regeln bestätigen. Anmelden mit Vorname, erster Buchstabe vom Nachname. Und dann hast du nachher dann die ganzen Bereiche frei. Bezahlen Hexe auch Männergang an. Nach Batterien rausfahren. Ja, Abschein zugekommen. Okay. Nee, normal ist das nicht. Normal ist das nicht. Guck mal, wir hatten jetzt 18 Stunden bei der Raumüberwachung, ne? Die Raumüberwachung ging 18 Stunden, Leute. 18 Stunden. Ich warne dich, war deutlich zu hören, direkt nach der dunklen Stimme. Okay, wäre geil, wenn du das auch vielleicht mal probierst, mal rauszufiltern, dass man das gut hören kann. Er sagt, es heißt nämlich in Nacht, okay. Also ich werde das Ding hier mit ins Auto packen.
Und dann mache ich euch nachher mal ein Foto, dass es angekommen ist, damit ihr wisst, dass ich angekommen bin. Krass. Also das hätte ich nicht erwartet, wirklich nicht. Überhaupt nicht. Oh. Also ich bin froh, wenn es raus ist. Leute, ich fahre das Ding jetzt weg. Pierre Game. Alles rund um Ouija und Co. Rubrik EVP, EVP. Und wenn ihr da was habt, ich werde mir zu Hause dann auch mal, ihr könnt dann die eure Auswertung bitte da unten drunter posten. Einfach drunter posten, damit ich das da sehen kann. Einfach da drunter, einfach die Auswertung. Ich packe das Ding jetzt ein, fahr's weg und mache euch dann noch irgendwie kurz eine Insta-Story, wenn ich da bin. Ich denke, ich mache jetzt aus um halb ungefähr, kurz nach halb. Wenn ich gut durchkomme, bin ich dann da. Dann mache ich euch kurz eine Insta-Story. Okay, Leute, machen wir Schluss. Ich werde gleich noch mit Lena telefonieren. Und dann sehen wir uns Sonntagabend, 20 Uhr. In dem Sinne, bis später. Ciao.